Hallo und herzlich willkommen bei diesem Interview. Ich freue mich sehr, die liebe Kira heute zu begrüßen. Sie war dabei beim Erfolgsmagnetprogramm und hat ein wundervolles Business, was ganz viel mit Pferden zu tun hat und Menschen und wo sie ja wundervolle Dienstleistungen anbietet. Und ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben. Kira, voll schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke, dass ich da sein darf. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist und was du so machst? Ja, mein Name ist Kira Brauer und ich bin psychosoziale Beraterin und Pferdetrainerin und verknüpfe diese beiden Bereiche miteinander und helfe den Pferd-Mensch-Paaren zu einer tieferen und echten Beziehung zu finden. Ja. Hm. Und du sagst jetzt, zu einer tiefen und echten Beziehung zu finden, ist es dann die Beziehung zu sich selbst zu vertiefen oder die Beziehung auch zu dem Pferd? Was passiert da genau bezüglich dieser Beziehungsebene? Ja, also es ist, zum Pferd bringt man ja immer sich selbst mit, ne? Das ist so der Punkt, wo dann natürlich auch die Beziehung zu sich selbst und der persönliche Wachstum und ja, wie man mit sich selbst umgeht, mit reinspielt in die Beziehung mit dem Pferd. Also das Pferd, sagt man auch, ist ein sehr, sehr guter Spiegel zu dem, was man ist und wie man drauf ist, wie man sich fühlt zum Beispiel. Und dementsprechend lässt sich das so wunderbar miteinander verknüpfen, da nicht nur auf die Trainingsebene und die Beziehungsebene mit dem Pferd zu gehen, also dann zu gucken, wie die Kommunikation zum Beispiel funktioniert, ob da mehr Klarheit reinkommen kann, sondern auch ganz viel den Menschen zu betrachten, also welche Emotionen da sind. Weil, also ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie ein Pferd hat oder ein Pferd pflegt, oder nahezu jeder, liebt dieses Pferd und möchte da gut mit umgehen und hat auch eine Vorstellung davon, was gut ist. Und ja, also manchmal ist es einfach eine Ratlosigkeit, wie man da jetzt weiterkommt oder vielleicht auch eine Überlastung. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich jetzt nach und nach auch immer wieder mehr gezeigt hat, dass ja im Endeffekt, dass es bei Menschen wieder anfängt, ne? Ich bin überlastet und das belastet im Endeffekt die Beziehung zum Pferd und das Training mit dem Pferd. Und er wird dann irgendwo, sagen wir mal, ein Training abgespult, ne? Der alltägliche Stress spielt damit rein und da wieder viel mehr bei sich selbst anzukommen, viel mehr in die Entspannung zu kommen, um dann halt auch wirklich diese, ja, ehrlich mit sich selbst zu sein und dann auch diese Ehrlichkeit und Echtheit und Tiefe mit dem Pferd aufbauen zu können, ja. Interessant. Möchtest du mal Herausforderungen beschreiben, mit denen Kunden zu dir kommen? Wo stehen die da? Was haben die für Wünsche? Ja, also eine Kundin zum Beispiel, die kam zu mir und hatte gesagt, boah, ich habe ein Pferd übernommen, eine Stute, eine Junge, und die war sowieso schon in einem schlechten Zustand. Und die Hufe waren total lang und sie hat dann von allen Seiten gesagt bekommen, du musst jetzt unbedingt die Hufe machen lassen. Das geht auf die Gesundheit des Pferdes. Und dieses Pferd ließ sich aber nicht an die Hufe, also noch gar nicht an die Beine überhaupt fassen und hat da auch sehr aggressiv reagiert. Und dann hat sie schon vorgeschlagen bekommen von der Hufbearbeiterin, ja, dann such dir doch mal vier starke Männer, die das Pferd festhalten, damit die Hufe bearbeitet werden können. Und meine Kundin hat für sich gesagt, boah, nee, das will ich gar nicht. Also klar, irgendwie ist offensichtlich, die Hufe müssen bearbeitet werden, um das Pferd gesund zu erhalten. Aber das entspricht nicht meinen Werten, so mit dem Pferd umzugehen. Und also auch langfristig gesehen, das ist ja irgendwie nicht so sinnvoll, weil das Pferd muss ja wahrscheinlich mehr als einmal die Hufe bearbeitet bekommen in seinem Leben. Und also da, ne, das ist nicht schön fürs Pferd, es ist keine langfristige Lösung. Und ich finde es auch sehr, sehr schlimm, dass der Mensch dann im Endeffekt in dieser Position ist und sich überlegt, sein Pferd zu etwas zwingen und nötigen zu müssen, wo er überhaupt gar nicht hintersteht oder irgendwo, ne, da beim Pferd irgendwo was anzutun. Und
Genau, also da haben wir erstmal so ein bisschen daran gearbeitet, okay, ne, was ist überhaupt ihre, was sind ihre Werte, ne? Wenn sie sagt, sie will das nicht, dann wird das auch nicht mit dem Pferd gemacht. Wir haben Ziele erarbeitet und für sie war das natürlich extrem mit Stress verbunden. Das heißt, wir haben erstmal ganz viel Stressregulation gemacht, weil wenn, als sie dann mehr, also entspannter auch an diese Situation rangehen konnte, war das Pferd auch viel, viel entspannter. Und die beiden haben, während die Stute am Anfang wirklich nach dem Menschen geschlagen hat mit dem Vorderbein, wenn man da irgendwie an die Beine dran wollte, einen weggedrängelt hat, versucht hat natürlich wegzukommen, haben wir viel, viel mehr Leichtigkeit da reingebracht und sowas Spielerisches. Und im Endeffekt war nachher, die Stute stand frei, man ist da hingegangen und sie so, ach, Hufe geben? Ja, das kann ich richtig gut. Und das war so schön, dass dieses Pferd im Endeffekt an der Übung Spaß gefunden hat, weil wir das Training dementsprechend strukturiert haben und auch die Besitzerin da so entlastet war, weil sie erstmal wusste, okay, was möchte ich überhaupt und was möchte ich nicht? Wie möchte ich mit meinem Pferd umgehen und wie komme ich an dieses Ziel? Also das war nicht nur, ich bin da hingegangen, habe gesagt, so und so machst du das, sondern wir haben für sie Lösungsstrategien entwickelt, die sie dann im Endeffekt jetzt auch auf andere Situationen übertragen konnte und da ja jetzt viel, viel stressfreier rangehen kann und da extrem entlastet wurde. Mega. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Kira? Ja, also ich glaube, würde man meine Eltern fragen, steckte das schon immer in mir. ja, an jeder Pferdeweide, wo wir vorbeigefahren sind, hat die kleine Kira, oh, Pferde, gerufen. Genau, ich habe ein bisschen betteln müssen, bis ich dann irgendwann Reitunterricht bekommen habe und habe tatsächlich in einer Reitschule gestartet und mich aber immer, also diese zwei Säulen, einmal die Pferde und ja, das Training, wie auch die Psychologie beziehungsweise Beratung, psychosoziale Beratung, waren immer schon da. Also ich habe sehr, sehr viel dann im Endeffekt über mein Studium oder über Ausbildungen, Fortbildungen. Ich habe zum Beispiel auch Hypnose gelernt, NLP, bin lösungsorientierter Coach. Da mich selbst auch sehr, sehr viel entwickelt, was immer wieder meine Perspektive auf die Pferde und auf das Pferdetraining und dann halt auch meine Arbeit verändert hat. Also so, dass ich mittlerweile wirklich eine sehr andere Herangehensweise an das Pferdetraining entwickelt habe, als jetzt irgendwie mir zum Beispiel damals in der Reitschule vermittelt wurde. Und es war kein schlechtes Pferdetraining. Also es war, ich habe Einzelstunden in einem Westernstall auf Turnierpferden gekriegt, die waren gut ausgebildet. Aber da wurde das Pferd halt anders gesehen, als ich jetzt in meinem Training die Pferde sehe. Ja. Ich habe das immer mal wieder mitbekommen, durch Kundinnen, dass Pferde auch sehr therapeutisch eingesetzt werden können. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, inwiefern das für den Mensch auch sehr heilsam oder transformierend, entwickelnd sein kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einige Jahre auch eine Reittherapeutin unterstützt und war Mitarbeiterin da. Habe dann also sie hat mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, habe da in den Therapiestunden geholfen und auch die Therapie Pferde ausgebildet. Ne? Haben Wow. wir wieder beides. Ja, es ist also die Pferde reagieren auf einen und ja, man merkt immer wieder, okay, ne, was war da jetzt bei mir, ne, dass das Pferd anders reagiert. Auch bei jedem Kind waren die Pferde unterschiedlich. Und es ist, also ich glaube, als Mensch kann man nicht unbedingt direkt daraus lesen, okay, was ist jetzt anders? Also gerade wenn man jetzt nicht die Perspektive hat, den Umgang von dem Pferd mit unterschiedlichen Menschen zu sehen. Da braucht es dann manchmal so diese Übersetzung. Aber ja, also bei den Kindern, es war sehr, sehr häufig zum Beispiel eine ADHS-Diagnose. Und wir hatten die Kinder am Stall und haben uns gedacht, ADHS, also geht eigentlich, ne? Also es war die Umgebung, die Pferde, die waren so präsent. Das hat schon so viel abgeschwächt.
Und ja, auch jetzt im Training mit Erwachsenen, es ist ganz, ganz viel, was schon da ist an Mustern, was dann reflektiert wird, was die Pferde aufdecken im Endeffekt. Also die sind sozusagen ein Katalysator für die Entwicklung, weil die einem so viel zeigen und auch, sagen wir mal, tiefere Ebenen zeigen, ne? Also wenn man dem Pferd irgendwo erzählt, ja, mir geht's super gut, es geht einem aber eigentlich total schlecht. Es ist also, das ist der Vorteil bei Pferden, die lassen sich von Worten nicht täuschen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir Menschen oft hängen, ne? Also, sagen wir mal, in der Gesprächstherapie oder sowas, dass wir doch sehr darauf hören, was der Mensch sagt. Und da, ja, da sind Pferde, sagen wir mal, außen vor, ne? Sie gucken direkt auf den Körper und haben da ja auch, sind da ja sehr, sehr sensibel, was die Körperspannung und so weiter angeht. Genau, also das ist schon enorm, was Pferde da bewirken können. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, dass man Pferde sozusagen als Werkzeug nimmt und so, du musst mich jetzt heil machen, ne? Du musst mir jetzt weiterhelfen. Also Pferde sind ja irgendwo immer noch eigene Individuen mit eigenen Vorlieben und sind jetzt nicht nur als reiner Spiegel für den Menschen da und zu gebrauchen sozusagen. Deswegen bin ich auch nie den Schritt gegangen zu sagen, ich mache pferdegestütztes Coaching, sondern es ist für mich Pferdetraining, weil da für mich nicht nur die Wünsche des Menschen im Vordergrund stehen, sondern auch die des Pferdes mit einbezogen werden. Also dass beide im Endeffekt, dass die Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass es beiden gut gehen, dass beide sich sicher fühlen und genau, dass das Pferd da nicht so aus dem Fokus fällt. Dass die Bedürfnisse von Mensch und Tier berücksichtigt werden. Genau, ja. Ja, sehr, sehr wertvoll. Ja, ich finde es sehr schön, ja, die Verbindung da von dem Ganzen, einfach auch deine ganze Erfahrung, ne? Wer jetzt genau hingehört hat, Wahnsinn, was Kira einfach dafür eine Expertise mitbringt, ne? Wie viel Erfahrung du gesammelt hast auf deinem ganzen Weg, ja, also sowohl im psychologischen Bereich, im Coaching-Bereich, als auch mit den Tieren zusammen und der Expertise mit den Tieren, wie man auch dem Pferd helfen kann, ne, wenn es irgendwie Probleme hat oder Angst hat. Also ich finde es schon wirklich enorm und auch sehr einzigartig bei dir, was du da für eine Expertise mitbringst. Ne? Das ist, wir haben uns ja letztes Jahr, glaube ich, kennengelernt und da dachte ich mir schon so, wow, also Kira bringt da absolute Kompetenz mit. Also ja, wer da Unterstützung braucht, gerade in Verbindung mit dem Tier oder auch ein eigenes Pferd hat, meldet euch auf jeden Fall bei Kira. Ja. Wer ist denn genau richtig bei dir, Kira? Ja, also es ist für mich auf jeden Fall klar, dass die Gesundheit des Pferdes da im Vordergrund steht. Und ja, es ist im Endeffekt sind es ja die Leute, die auch die Beziehung in den Vordergrund stellen. Ich glaube, die Pferdewelt ist so ein bisschen gespalten. Also es gibt so die Freizeitleute und dann die Sportleute. Und da sind halt unterschiedliche Prioritäten, ob jetzt ja irgendwo so die, ja, im Endeffekt ist es, ne, die Freizeit eine schöne Zeit, eine entspannende Zeit mit dem Pferd zu verbringen oder wirklich Leistung abzurufen. Also, ne, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Beziehung nicht da auch förderlich sein kann, dass das Pferd besser seine Leistung abrufen kann. Aber genau, also es ist für mich immer wieder, ja, oder wird immer wieder klar, und ich weiß nicht, ob du schon mal, ich weiß nicht, wie es außerhalb meiner Bubble ist, aber dass es da so einige Skandale gibt, wo wirklich ja, auf die Gesundheit des Pferdes, ja, sozusagen auf dem Rücken des Pferdes die Leistung herausgefordert wird, Geld gemacht wird und so weiter. Ja, also da bin ich so ein bisschen raus und spreche da wirklich eher die Leute an, die ihre Freizeit mit ihrem Pferd als Partner genießen wollen, ja. Ja. Tatsächlich ist es mir auch schon untergekommen, obwohl ich ja jetzt nicht explizit in dem Bereich unterwegs bin. Da gab es ja auch so einen Riesenskandal irgendwie bei Wettkämpfen, wo dann, weiß ich nicht, in die Seite vom Pferd reingetreten worden ist, weil es nicht die Leistung gebracht hat oder solche Dinge.
Aber weil im Endeffekt ist das ja auch ein Sinnbild dafür, dass ja, also in allen Bereichen, also auch bei Menschen, wird ja sehr viel Raubbau getrieben auf die Gesundheit von Menschen hin. Und ich glaube, dass es grundsätzlich so eine Wertesache ist oder dass einfach da grundsätzlich ist eine Veränderung braucht, keine Individuen, sei das jetzt Menschen oder Tiere, auszubeuten. Kann da deine ja, Empörung oder dass du dich dem auch nicht anschließen kannst, zu 100% nachvollziehen. Und ich sehe das Problem auch ganz genauso in der Wirtschaft. Ja, da wird ja auch von Human Resources gesprochen, Humanressource. Allein bei dem Wort gruselt es mich schon, wo ich mir immer denke, so, ah ja, okay. Na, also, ja, gibt es natürlich im Tierbereich leider genauso und bei Menschen eben auch genauso. Und umso wichtiger, dass es Menschen wie dich uns gibt, die da mehr auf die Individuen achten, auf körperliche, physische Gesundheit und eben nicht auszunutzen, sondern eher Ressourcen zu stärken und Verbindungen zu schaffen und Vertrauen und Nachhaltigkeit auch. Ja, definitiv. Also ich habe schon des Öfteren gehört, also so tolle Sachen manche Pferdeleute schon mit ihren Pferden gemacht und erlebt haben, ob jetzt halt irgendwie im Freizeitbereich, irgendwelche Wanderritte oder halt auch irgendwelche Turniere. Also ich kann mich genau an eine Frau erinnern, die dann sagt, oh, und dann habe ich auf dem Paddock gestanden und mein Pferd hat sich hingelegt und ich durfte mich auf den Boden dazusetzen und dass das Pferd sich als Fluchttier auf den Boden legt, wenn der Mensch dabei ist, das ist halt auch ein riesiger Vertrauensbeweis. Das war das Schönste überhaupt von allem, also ne, irgendwo, wo ich mir denke, so ja, und da ist die echte Verbindung, da ist das Vertrauen und das gibt einem so viel und also bei mir ist es definitiv so, dass diese tiefe Verbindung mir viel, viel mehr gibt, als jetzt irgendwie Turniersieg es wahrscheinlich geben würde. Toll. So schön. Ah, sehr, sehr berührende Worte, Kira. So schön, dass du heute hier bist. Mensch. Ah. Ja, lass uns mal nach dem Business schauen, weil du hast ja jetzt die letzten Monate wundervoll dein Business aufgebaut, ausgebaut. Ich bin da so stolz auf dich. Möchtest du mal berichten, was hast du ja mitgenommen aus dem Coaching? Was hast du gelernt in dem Business Coaching? Was hat sich getan? Ja. Ja, ich habe sehr, sehr viel auf Instagram gemacht. Da findet man einige Inhalte, wo ich auch für mich gemerkt habe, okay, welche Komponenten sind denn überhaupt Teil meiner Arbeit? Also weil es ja sehr weit über das Pferdetraining hinausgeht. Und ja, da sehr viel der Mensch persönlich auch in den Blick genommen wird. Und da für mich dann auch zu finden, okay, was möchte ich überhaupt erreichen, ne? Also wen möchte ich ansprechen? Und ja, also es war irgendwie, ich glaube, vorher bin ich so sehr wie in so einem Nebel durch die Gegend gelaufen in meinem Business und habe mir gedacht, ach, das ist schön, ach, das ist schön, aber ich hatte nicht so wirklich diese Klarsicht. Und über die Zeit hinweg hat sich das wirklich geklärt und das ist, ja, also irgendwo ist der Weg viel, viel klarer. Und es ist, ich weiß, dass ich jetzt nicht von jetzt auf das Ende springen kann, so, aber ich weiß jetzt ungefähr, wo mein Weg hinführt und welche Schritte zu gehen sind. Und das gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Sicherheit und Gelassenheit, jetzt diesen Weg mit mehr, und ja, mit viel mehr Klarheit auch gehen zu können. Mega. Was war dein Highlight im Coaching, Kira? Also ich muss sagen, es war sehr, sehr schön, dich so authentisch zu sehen, so. Also einfach so als Vorbild, wie du das machst, wie du die Gruppe leitest. Und die eine Hypnose-Session, die wir gemacht haben. Also da muss ich sagen, ich meine, du hast ja ein paar Jährchen Erfahrung schon. Ja, das hat man gemerkt. Es war sehr, sehr schön und tief. Und ja, also das ist auf jeden Fall mit sehr viel Eindruck hängen geblieben bei mir.
Mega schön. Ja, ich liebe es ja auch. Du hast ja selber auch eine Hypnoseausbildung. Ich freue mich natürlich von Kolleginnen, die selber ausgebildet sind, auch immer über die Komplimente, weil ich, also ich habe das ja sehr strategisch gelernt. Irgendwann habe ich, also ich habe das immer, oh, ich hab auswendig gelernt wie eine Irre. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dachte, ganz ehrlich, du musst das nicht genau so wie Milton Erickson das gesagt hat, genauso wiedergeben, weil ich dachte, naja, okay, der Begründer der Hypnosetherapie, der wird es ja besser wissen als ich. Und dann eigentlich das wieder loszulassen, das Gelernte, und hinzukommen zu meiner Intuition. Ich führe, ich nehme die Person wahr. Und dann habe ich ja eine Akashic oder zwei Akashic Reading Ausbildungen gemacht. Das ist eine sehr spirituelle Praxis. Und das zu verbinden, diesen intuitiven Ansatz und die klassische Hypnosetherapie, finde ich so bahnbrechend und bewegend. Und seitdem ich mir das erlaube, seit ein paar Jahren ist das erst der Fall tatsächlich, diese Konzepte loszulassen. Natürlich sind die da, das sind ja Strukturen, die ja, machen Sinn. So, ne? Aber wirklich das loszulassen und das mehr intuitiv zu spüren, ja, einfach auch voll schön, dass das so ankommt. Das freut mich sehr. Voll. Danke. Würdest du mich weiterempfehlen, Kira? Ja, also es ist also neben der Hypnose, die, also das war wirklich fand ich sehr empfehlenswert. Muss ich auch sagen, ja, wie du die Gruppe geleitet hast, das war richtig schön. Und auch überhaupt eine Gruppe zu haben. Also ich bin sehr, sehr froh, dass du da, sagen wir mal, das Programm auch als Gruppenprogramm angeboten hast. Und ja, also da konnte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel draus mitnehmen. Und ich finde auch, dass es unabhängig von dem Wissen, was man mitnehmen kann daraus, ja, diese Verbindung und diese Rückmeldung oder ne, irgendwo im Kontakt mit dieser Gruppe bleiben zu können, dass das immer noch darüber hinausgeht und ja, die Gruppe auch über jetzt das dreimonatige Programm hinaus noch weiter besteht. Ja. Du hattest mir geschrieben, dass sich auch einiges getan hat bezüglich deinem Money-Mindset. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal geredet haben, habe ich gesagt, Mensch, du darfst auch wirklich mal deine Preise erhöhen. Du hast das jetzt getan, möchtest mal berichten, was sich da verändert hat, auch mit dem Selbstwertgefühl. Ja. Ja, ich glaube, also dafür, das hat wieder so ein bisschen damit zu tun, dass ich so in diesem Nebel umhergewabert bin und da nicht wirklich Anhaltspunkte hatte für den Wert meiner Arbeit und ja, irgendwo so ein bisschen abhängig davon, was denn andere so nehmen, ne? Und nochmal mit dieser anderen Herangehensweise über das Money Mindset und okay, was also meinen Wert zu betrachten und damit auch den Wert von meiner Arbeit zu betrachten, also ja, es ist, ich hätte schon vorher irgendwie sagen können, ja gut, ich nehme jetzt das Doppelte an Geld, so, wäre vielleicht in den Markt sogar hingekommen, aber es hat sich nicht danach angefühlt. Also ich hätte es mit einem schlechten Gewissen dann nur annehmen können, das Geld. Und da ist jetzt auf jeden Fall der große Unterschied, dass ich das Geld, was ich nehme, mit einem guten Gewissen nehme, weil ich weiß, das ist das wert. Ja, diese Arbeit hat diesen Wert und diesen Mehrwert für meine Kunden. Und die bekommen bei mir was, was sie bei anderen vielen nicht bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Einzige bin, die so arbeitet oder die Beste darin, wie ich arbeite. Ich glaube, das ist auch ein Teil zu verstehen. Okay, es wird immer andere geben, die vielleicht besser sind, Ja. aber mich da trotzdem anzusiedeln mit dem Wert, den ich verdiene und da hinterstehen zu können, ja. Mega. Ja, ich finde es total schön zu sehen, dass du da im Inneren so viel verändert hast, ne? Zu sagen, boah, ich bin es wert und ich mache eine tolle Arbeit und die ist es wert. Und dass zum Beispiel auch neue, also Kunden bei dir jetzt kaufen für einen 50% höheren Preis, als du bislang deine Trainings verkauft hast. Das ist einfach auch ein riesen, riesen Zugewinn, ja. Also zu dir, zu deinem Wert zu stehen. Du freust dich über deine Arbeit, du spürst es, wow, es bringt den Menschen wirklich was.
Und einfach, du kannst auch glücklicher damit sein, weil du hast auch eine Menge investiert. Ich glaube, das sehen oft viele auch gar nicht, ne, alleine an Ressourcen, an Zeit, auch an Geld, was man ja auch investiert in diese Ausbildung, was du alles da reingesteckt hast, ne? Und ich finde es so schön, dass es da wirklich, es hat ja so an einem gewissen Punkt wirklich so Klick gemacht und dann so, ah ja, okay, ich bin wertvoll, ich nehme das Geld und auf einmal sind auch die Kunden da, die gerne sagen, ja, ich bezahle das, du bist das wert, ne? Wie ist das für dich? Ja. Also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite war jetzt zum Beispiel letztens auch eine Absage. Und wo die Kundin auch gesagt hat, ja, das ist mir zu teuer. So, okay, ja, das ist dir zu teuer. Aber das heißt nicht, dass meine Dienstleistung das nicht wert ist, ne? Also da, ich glaube, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr hätte ich gedacht, oh, ja, was machst du jetzt? Ne? Gehst du noch mit dem Preis runter? Und aber nein, also ne, meine Dienstleistung ist das wert, was ich ja, wie ich sie ausschreibe. Und wenn jemand das Geld, also ne, wenn jemand für sich entscheidet, das ist mir zu teuer, dann ist das auch okay. Ja, Genau, und ja. das wird auch immer wieder passieren im Business, ne? Es wird immer wieder Leute geben, die irgendwie Nein sagen oder sich, keine Ahnung, für was anderes entscheiden. Und alleine, ich glaube, jeder, der es gerade gehört hat von Kira oder man hat es ja auch gerade, wer das Video schaut, im Gesicht so schön angesehen, du bleibst einfach bei dir, ne? Du nimmst es nicht persönlich, weil das ist normal im Business. Es werden nicht 100% der Leute immer Ja sagen und das ist vollkommen okay, ne? Jeder hat die Wahlfreiheit und im Endeffekt ist Verkaufen folgendes: Du hast ein Angebot, du hast einen Preis. Und entweder sagen Leute ja oder nein. Und all das Drama, was gerade Frauen darum kreieren, ist nicht nötig. Es ist auch oft nicht hilfreich, sondern eher deutlich hilfreicher, eine gute Dienstleistung abzuliefern, gute Verbindungen und Vertrauen zu Kunden aufzubauen, einfach dann auch eine wunderschöne Zusammenarbeit zu haben und ja, schönstenfalls einfach auch weiter dann zusammenzuarbeiten, zu kooperieren etc. Ne? Dass es einfach auch weitergeht und ja, einfach mega schön, das da zu sehen, was sich da verändert hat. Das freut mich sehr. Auch vielen Dank für, dass du das berichtet hast. Einfach, ne, wie du damit auch umgehst, wenn jemand mal Nein sagt, weil ich glaube, das ist auch wichtig hier an der Stelle zu betonen, das ist komplett normal, ja. Es wird immer Menschen geben, die Ja oder Nein sagen und das einfach nicht persönlich zu nehmen. Super schön. Ja, gibt es noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest, was dir wichtig ist? Es ist ja, ich, also es ist so schön, jetzt irgendwo das, was so lange in mir war, der Kern meiner Arbeit und das, was ich bewirken wollte, und das, was ich Menschen zeigen wollte und vermitteln wollte, und da, ja, dass sie in diese tiefe Beziehung gehen können und sich selber viel authentischer mit ihrem Pferd leben können und da ja mit ihrem Pferd diese Verbindung eingehen können, dass ich es jetzt viel besser ausdrücken kann und viel besser zeigen kann und dass es Menschen erreicht. So, ne? Da bin ich sehr, sehr froh, dass es jetzt so raus kann, weil es einfach sehr, sehr lange in mir drin war. Ich meine, ich ja, gehe den Weg ja schon eine Zeit. Aber im Endeffekt konnten da nicht viele Leute von profitieren, außer ich habe mal irgendwie einer Freundin oder einer Bekannten mit ihrem Pferd geholfen. Und da, ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ein Business draus zu machen Ja. und mehr Menschen daran teilhaben zu lassen. Ja. Voll, voll. Ich wünsche dir da einfach auch von ganzem Herzen, dass da die Menschen, denen du da so einen positiven Beitrag sein kannst, mit ihren Tieren oder mit dem Wunsch nach einer schönen Beziehung mit ihrem Pferd zusammen und nach einer guten Beziehung zu sich selbst und einer Regulation und Balance, dass diese Menschen zu dir finden. Kontaktiert gerne die Kira, sprecht sie mal drauf an. Ich denke, du bist da immer offen und bereit für Austausch. Genau, ja, sehr, sehr gerne. Also am liebsten über Instagram. Perfekt. Ja. Großartig, ja. Wo können wir dich finden auf Instagram? Genau, also bei Instagram ist mein Name Kira-Kooperative-Pferde. Und wer kein Instagram hat, Facebook ist ja irgendwo mittlerweile sowieso so ein bisschen mit Instagram gekoppelt. Darüber bin ich unter demselben Namen auch zu finden. Und
für alle, die sich da auch raushalten, gibt es noch mal eine Internetseite, die heißt kirabrauer.de. Und genau, also da findet man auf jeden Fall auch Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, ein bisschen was über mich und meine Arbeit zu erfahren. Ich habe einige Blogartikel auch geschrieben, die ein bisschen tiefer gehen als die kurzweiligen Posts auf Instagram. Genau, ja. Vielen lieben Dank, Kira. Schaut super gerne bei der Kira vorbei. Sie hat auch gerade, wer das Video sieht, ein Branding-Shirt an. Und ich habe mich so gefreut, wie ich das gesehen habe. Kira ist jetzt eine Personal Brand und steht zu 100% zu dem, was sie macht. Und sagen möchte, hat ein Business draus gemacht aus ihrem Herzensthema. Ich feiere es so sehr. Ich glaube, jeder konnte heute spüren, mit wie viel Herz sie dabei ist. Absolutes Vorbild. So nachhaltig, so liebevoll Tieren und Menschen gegenüber. Ich danke dir so sehr für diese Liebe und Transformation, die du da in die Welt bringst. Danke, dass es dich gibt. Liebe Kira, danke für dein Vertrauen mir und meinem Unternehmen gegenüber und ganz viel Erfolg weiterhin. Ja, ich danke dir auch für deine Unterstützung auf meinem Weg und für diese Plattform hier. Und ja, ich wünsche dir noch dir und allen Zuschauern und Zuhörern einen sehr, sehr schönen Tag heute. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Kira. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat das Interview heute gefallen und du konntest Impulse mitnehmen. Wenn du auch ein erfolgreiches Business aufbauen möchtest mit deinem Herzensthema oder du bist schon selbstständig und möchtest damit erfolgreicher werden, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Ich unterstütze dich mit meiner Dienstleistung als Wirtschaftspsychologin von Herzen gerne dabei, erfolgreich zu sein mit dem, was du liebst. Und freue mich von dir zu hören und wünsche dir von Herzen alles Liebe, ganz viel Erfolg und Erfüllung und dass es dir gut geht mit dem, was du machst in deinem Leben. Denn ich finde ja, wir können das Privatleben vom Beruflichen nicht konkret trennen, weil all das ist unsere Lebenszeit. Und mein Herzensanliegen ist es wirklich, dass Menschen privat wie beruflich erfüllt sind und morgens aufstehen und richtig Lust darauf haben, zu arbeiten, zu dienen und das zu machen, was sie von Herzen sich wünschen. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir einen zauberhaft schönen Tag. Alles Liebe, deine Julia Colella.